Wir wollen das Thema vertiefen. Unser Meteorologe Alexander Hildebrandt bei mir im Studio. Alex, wenn jetzt diese eiskalte Luft über die Ostsee kommt, was bedeutet das für uns? Also die Ostsee hat noch Plusgrade und dort wird dann besonders viel Feuchtigkeit aufgenommen. Und das war schon mal der Fall zu einem Osterfest, sogar im März vor einigen Jahren. Da sah es verbreitet in Deutschland dann so aus und auch in der Nähe von Berlin, wo dieses Bild damals entstanden ist. Und genau das wird am Wochenende passieren. Die kalte Luft wird über die Ostsee kommen und dann heftige Schneefälle auslösen, zumindest in einigen Regionen an der Ostsee. Sie sehen hier das Bild etwa vom Sonntag, wie hier die arktische Kaltluft aus dem hohen Norden über das Ostseewasser streichen wird, dann an unseren Küsten besonders große Schneemengen auslösen wird, aber auch im Landesinneren. Dazu komme ich gleich noch. Und hier sehen Sie diesen Effekt, der sogenannte Lake-Effekt, ist eigentlich ein Fachwort, das an den großen Seen in Amerika entstanden ist. Der kalte Wind, die arktische Kaltluft, kommt über die warme Ostsee, nimmt hier die Feuchtigkeit auf. Bei der Wolkenbildung steigt die Luft dann aus, kann nicht mehr so viel Wasser aufgrund der Ausdehnung aufnehmen, kühlt ab. Und dann entsteht gerade an den Küstenregionen sehr viel Schnee. Und in Lübeck brachte so ein Effekt in den letzten Jahren auch schon mal eine Schneemenge von 50 cm Neuschnee innerhalb weniger Stunden. Das ist allerdings sehr viel. Wie der Blick auf die Wettercomputer in den letzten Stunden, der sagt was? Also die Schneelage hat sich noch mal etwas konkretisiert. Es ist insgesamt noch sehr schwierig, diese Schneelage vom Wochenende vorherzusagen. Aber ich habe mich jetzt auf Folgendes festgelegt, gemeinsam mit meinen Kollegen. Also wir werden hier in Schleswig-Holstein und Hamburg am Samstag bereits eine Schneedecke von 10 cm haben. Und auch dieser blaue Bereich, nördliches Nordrhein-Westfalen, östliches, südliches Niedersachsen, werden 10 cm bekommen. Das zieht sich bis runter zum Erzgebirge. In den höheren Lagen ist es deutlich mehr. Das sind die blauen Bereiche, 10 bis 40. Und dann kommt der Sonntag, der stärkere Schneetag sein wird. Teilweise dann an den Küsten auch mit Sturmböen und Schneeverwehungen. Aber das ganze Geschehen wird sich wahrscheinlich doch etwas weiter südlich als die Küsten abspielen. Nämlich von Niedersachsen, östliches Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, der gesamte Osten dann betroffen. Und hier werden in diesen blauen Bereichen 10 bis 20 Zentimeter Schnee fallen. Aber es gibt hier im östlichen Niedersachsen so eine Region, wo wir mit 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee dann rechnen. Also dort wird es dann auch lokale Schneeverwehungen geben. Und es ist sehr einfach, bei diesem Schneeereignis zu sagen, in diesem Jahr bleiben Sie einfach zu Hause, wenn der starke Schneefall dann da ist. Weil Corona-bedingt können wir ja gar nicht so viel raus. Ja, aber wenn die Kinder dann quengeln und rodeln gehen wollen, dann wird es schwierig. Sollte dann gehen, genau. Danke. Bitte.